Boah, ist das ja kalt heute. Boah, der Morgen. Das ist ein Krach vor allem. Kalt ist das, Mensch. Sack Zement nochmal. Jetzt muss ich mal gucken, wo sind denn die eigentlich alle? Einen Hunger hätte ich auch und einen Kaffee hätte ich auch gern, Kit. Mal gucken, wo die alle rumhopfelt. Muss noch erstmal ein bisschen ein paar mehr Kühe, damit das irgendwie funktioniert. Guten Morgen. Hallo? Moin. Hallo? Wer guckt denn da um die Ecke? Mein Sohnemann. Ja, servus. Ja, der Verschollene. Was? Ja, was machst denn du hier? Ich hab gedacht, du lernst ja was. Ja, heute hatte ich auch. Ich habe gerade ein bisschen Urlaub mal genommen. Urlaub? Urlaub vom Lernen. Hartmut. Ah. Wenn ich dich gerade so von weitem sehe, ich gehe jetzt auf die Schule, da kriegt einen Urlaub. Du also, komm mal heim. Ja, ich bin ja heim, das ist ja das Problem. Skiffy schaut durchquetscht hier. Okay, ja schön. Und? Ich wär auf vier. Ja? Wo sitzen hier? Hallo? Hier? Wo ist hier? Da wo es hupt. Ah. Komm Skiffy, fahr durch. Einer muss ja hier was arbeiten. Genau. Ich wäre dafür, dass wir jetzt alle dann einmal unsere Traktoren pflegen. Ja, da bin ich ja schon weit voraus. Okay. Da gibt es gewisse Traktoren, die schauen aus wie Sau. Meiner kann ist immer picobello sauber, seins hat einer von euch den bewegt. Ja, klar. Nee, ich weiß nicht, ich habe irgendwie gestern in den Stall reingestellt, weil ich genug hatte. Da müssen wir doch mal gucken, wo der ist. Außerdem war es fitze kalt hier, du. Ich habe mir einen Husten geholt. Och Mann, jetzt mach nicht auf Mädchen. Lecke. Deswegen grabe ich meinen Traktor in meinem Misthaufen ein, hat er schön warm. Na, deswegen, ich wusste, was das Problem ist. Deswegen stinkt es da mal immer ein bisschen komisch halt. Also ein Misthaufen darf aber auch ein bisschen stinken. Ja, da hast du wohl recht. Wo bist denn du? Im Haufen? Beim Ausgraben wahrscheinlich noch. Grabsen-Trecker nur. Ey, er nimmt es einfach wortwörtlich. Er muss frische Landluft haben, der Trecker. Mhm. Absolut, ja. Ja gut, warum hast du irgendwelche ganz spezielle Einrichtungen gekauft, damit wir hier jetzt was schön sauber machen können? Wir haben hinten bloß unseren... Ja? Na, dann führe mich mal hin. Der hinten. Außerdem habe ich jetzt einen Leo wieder da. Ja. Da kann er mir die Trecker pflegen. Also, da sind die Ersatzteile, hopp, schnell drüber. Da findest du alle Ersatzteile, die du brauchst. Gibt's da auch einen Kaffee? Nein. Ich hab noch kein Frühstück nach gehabt. Nach der Arbeit, ja. Ja, ich ja nach der Arbeit. Erstmal ein Frühstück, damit ich überhaupt arbeiten kann, hallo. Ja, früher aufstehen. Das ging nicht. Der musste nicht so lange immer mit den Leuten rumlaufen. So. Hier steht, ach, der schaut aus wie Sau. Hast du den auch vielleicht im Mist geparkt? Sieht doch wunderbar aus, ich weiß gar nicht, was du hast. Er ist sogar noch grün, guck mal, nicht mal schwarz und braun. Oder? Leonard. Schwarzer Reifen. Was meinst du? War aber New Holland, weißt du? Was blau, oder? Nee. Das war wieder was anderes. Ja, bitte pflegen. Ja, weil das schaut ja aus, so können wir uns nicht präsentieren, das geht ja nicht. Von wem willst du dich präsentieren? Ja, falls jemand irgendwer vorbeikommt. Ja, kommt keiner vorbei. Die Zeiten sind schon lang vorbei. Warte mal, ich fahr den mal raus. Dann siehst du denn, wie der glänzt und überhaupt. Mhm. Oder auch nicht. Der glänzt kein Stück mehr. Wieso fährst du jetzt nicht raus? Weil meine Motorik hier nicht mehr funktioniert. Ah, der jetzt. An ist er. Nee, der war eben nicht an. Siehst du? Das war das Problem. Schau mal. Ich stell ihn extra in die Sonne, wie er glänzt, hey. Boah. Naja. Cool, hey. Schau mal, also wie der rührt noch. Wenn ich mir die Felgen da anschaue, die sind aber dreckig wie Sau. Ach, da könntest du ein Ei drauf essen, du. Ja, genau. Ein Dreckei. Alter, zwei Spritzerle und das Ding ist picobello sauber. Aber ja, nee, gut, können wir machen. Dann zeig her. Ja. So, und kannst du dann bitte... Eins, zwei und einsteigen. Pass auf, der hantiert mit der Lanze. Wo schon? Fünf Meter entfernt, länger ist der Schlauch nicht. Hartmut, was steht denn an heute? Komm, sag mal an. Arbeit. Genau.
Ja. Gerd nicht nur Felder gekruppert. Aber wir brauchen für den Leo auch irgendwas. Oh, ich brauche dringend Benzin. Wir haben den Berg fahren, liebe Güte. Wo ist denn die Tanke? Geh mal tanken. Mit deiner Tanke. Denk dran, wir haben kein Geld am Konto. Du musst mit Kreditkarten zahlen. In Ordnung. Ich hab deine in der Tasche, passt. Ich zahle mit deinem guten Namen. Ich hab hier keinen mehr. Leo, haben wir noch einen Traktor? Haben wir noch irgendwo einen Traktor? Haben wir noch irgendwie was? Ein Auto hätten wir vorne. Wir haben noch ein Fendt Vario 314 irgendwo rumstehen. Ja, kann er mit dem was anfangen? Und einen Rebraten machen soll. Naja, es gehört gekrobert, oder? Ja, dann kann er mit nichts anfangen. Ich weiß nicht, was müssen wir da machen? Der Rolf steht ja gerade pflügen, ne? Ich schau mal auf die. Jawohl, ich flüge. Nummer 34 müsste auch geflügt werden. Wenn ich mit der 43 weg bin, dann könnte man 6 und 43 kalken. Kalken müssen wir. Ja, weißt du, was wir auch machen können? Ich habe da gerade in der App nachgeschaut. Es gibt einen Herrn Miller, der hätte gern das Feld abgeerntet. Wie schaut's aus mit Drescherfahren? Ja, habe ich drauf. Hast du drauf? Sehr gut, hast du das schon gelernt. Ja, was soll ich abdreschen? Sorghumhirse. Schlecht, ich warte auf ein Ersatzteil. Für die Drescher, der hat einen Schlag abbekommen bei der letzten Ernte. Wie was? Jetzt? Hast du bestellt oder was? Ja, habe ich bestellt, dauert noch ein bisschen. Ich guck mal, ob er schon hat. Was ist das denn für ein Teil? In der wo der die Drehung drin ist, da ist was abgebrochen. Wo die Watt drin ist? Wo die Drehung drin ist, ist was abgebrochen. Ja. Zeig. Hier steht auch, hier steht auch. Nee, nicht der. Das der gibt Drescher. Ein Defekt. Achso. Wir haben eine Räder herinnen. Oh, nur eins. Oh, die waren. Nicht mal vorher fahrt Spieß gefahren. Mhm. Hier. Was brauchen wir? Ich hab den gerade hier. Hier, die Auflieger zu dem Schach ist gebrochen. Von da, vom Schneidwerkwagen, ja. Oder was? Nee, hier von dem. Rohr, da drin ist es gebrochen, da warte ich gerade auf ein Ersatzteil. Okay. Ein Rohr vom Ersatz. Was? Das Ersatzteil fürs Rohr? Ich glaube, genau, er meint die Haspel. Genau, die Haspel. Ja. Wie viel gerade der Name nicht ein? Ja, einer muss ja die Maschinen ein bisschen in Pflege halten. Ja, nimm mit. Ich bin ja hier. Ja, dann nimm mit. Dann könntest du das gleich gemeinsam reparieren und dann kann er gleich. Ja, ich wollte gerade den Streu, die Kühe Stroh geben. Ah, kann ich auch. Ja, dann mach doch. Na, mach doch. Da liegt ein Päckchen. Ich nehm das und mal mit. Frag doch mal beim Landhandel nach, ob die irgendwie ein Ersatzschneidwerk da haben. Muss jetzt ja nicht unbedingt das Topliner-Gerät sein, nur manchmal sind die ja ein bisschen kompatibel. Ersatzschneidwerk? Warum nicht? Ich hab das Ersatzteil da. Das kann man noch einbauen. Ja, dann nehmen wir das Ersatzteil ja, noch besser. Dann eingebaut. Eben, ich hab ein Päckchen, das müsste sein. Ich bring's dann mit. Dann sage ich dem Herrn Miller, dass wir dann kommen. Oder? Ja, sag's ihm. Jo. Passt. Wir haben ja alles zur Verfügung. War das jetzt das Falsche? Ja. Passt, dann hol ich nur die restlichen Ballen und komm dann aufs Feld zum Abladen. Also zum Abbunkern. Eieieiei. Da geht's ja ab hier in deine Gebäude. Mhm. Ja, wenn man da am Shop vorbeifährt, da kommt man noch einmal bei deinen hübschen Dessous vorbei. Leo, hör weg. Und vom Trecker aus da. Kann man ein bisschen fenstern. Der ist schon seit wir hier sind so drauf. Frühmorgen zum 8:30 geht's da ab, mein lieber Mann. Hier. Steigt anscheinend irgendwas zu Kopf. Mein lieber Scholli, ein sauberer Glas. Skiffy, wo ist? Wo Richtung ist er? Ist eher anders. Ich glaube auch. Skiffy, ach, da hinten hockst. Ja, Leo, dann schwingst du nachher am Drescher und dann geht's ab jo. Die Post. Auf, fällt. 36. Steffi, bleib mal stehen. Hm? Hier hab ich dir was. Was? Hier. So. Päckchen vom Händler. Ja, eigentlich, danke. Guck's mal, ob das Richtige ist. Jo, mach ich gleich. Jo. Ich kümmere mich sofort drum. Alles klar. So, soll ich irgendwie abtanken gehen oder was? Hätte er gern? Du müsstest obern mit deinem.
Was muss ich? Oder? Grubbern. Es sind doch irgendwelche Felder sind zum Grubbern, oder? Nee, Grubbern ist eigentlich durch. Und ansehen, ne? Dann müssen wir ansehen. Und Kalken war irgendwas noch. Genau. Dazu muss ich aber erst fertig fliegen. Ja, die Nacht war kalt, du. Also im November wird es ja schon frisch. Leo kann ja schon mal Vorfall springen, gleich das Gewände. Jo. Haben wir irgendwas zum Kalken? Schon, ne? Ja, steht in der Nähe der Kompostieranlage. Frag Werkstattmeister Skiffy. Okay. Na, dann komme ich mal vorfahren. So. Was mache ich eigentlich mit unserem Waldstück, das wir haben? Sollen wir es denn mal wieder zurückgeben oder meint ihr, kommt man da mal dazu mit dem Holzzeugs? Aber wir haben das Zeugs ja gar nicht mitgenommen, ne? Mal hergeben, dass wir ein bisschen Kapital haben. Hergeben, ne? Ja, richtig, das haben wir alles verkauft. Dass du dir ja immer mit dem Bürgermeister anlegen musst. Warum ich? Ich war das nicht, der über die Felder geflogen sind. Wer war denn das? Ich nicht. So einer davon. War das nicht dein Schwiegersohn in Spee? Achso, ja. Ja. Im Spreewald vielleicht ja, jetzt. Ja, im Spreewald. Nee, das Schwiegersöhnchen war doch das. Der Alexei. Ah. Der ist doch da rumgedüst mit dem. War der Leon nicht auch dabei? Ja, da war ich auch noch da. Da war noch was. Da musst du da mal kurz noch Gas geben, bevor in die Schule geht. Ja. So. Ab geht die wilde Marie, hä? Eieiei. Da steht er, der Peter. Ich könnte mir jetzt auch mal einen größeren Flug leisten, oder, Rolf? Ja. Weil das ist ja... Das ist so ein bisschen wie mit der Zahnbürste in der Turnhalle sauber machen. Da ist ja mein kleiner Flug daheim. Also die Handflug ist ja größer wie das komische Teil da. Ich muss mal fragen, was gibt's denn hier? Ja, nicht viel. Dann müsste man das Waldstück verkaufen. Ja, das können wir ja überlegen. Was brauchen wir denn Waldstück? Verkauft es doch. Da gibt's doch so... Brauchen wir eigentlich einen Flug? Können wir nicht uns so ein Dings nehmen? Was? Tiefenlockerer? Mit dem kann ich ja zumindest besser umgehen. Ja, aber der ist halt auch nicht recht viel größer. 8 Meter. 8? Ja, aber den können wir nirgendwo vor oder hinten ranspannen. 420 PS. Wer hat die? Na, ich. Der. Der Klaas. Ja, sind wir froh, dass wir den haben. Aber der Klaas kann das und dann bist du ruckzuck durch. Außerdem müssen wir auch nicht jedes Mal pflügen. Ja, aber ist der Tiefenlockerer nicht? Was? Nicht so optimal fürs Pflügen. Wegen? Ich war der Meinung, dass ich da mal was gelesen habe, dass der Pflug das besser bzw. tiefer kann. Und das dann optimaler für den Boden ist. Naja, wie man es auch dreht und wendet. Wenn wir jetzt einen Auftrag haben, die akzeptieren den Tiefenlockerer nicht. Genau, die akzeptieren nur den Flug. Weil es soll ja gepflügt werden und nicht getiefenlockert. Aber ich glaube am Ende, aber da muss man... Der Leon ist jetzt ja quasi ein Studiosus, der müsste es ja vielleicht am besten wissen. Ja, Leon, steht doch dran, das ist Alternative zum Flug, das müsste doch trotzdem funktionieren. Genau, Peter, Abstand halten, sonst... Manchmal wäre ich zu klug, oder? Sonst ist das... Nein, ich meine hier vom Flug, sonst ach so, ist das bald vollkommen egal, ob wir den Tiefenlockerer haben oder den Flug. Ja, aber mit dem Ding habe ich ja keine Angst. Da kann ich unten durchkrabbeln. Ach ja. Ist ja mal kein Ding. Nee, also... Ich würde das Waldstück verkaufen und Tiefenlocker uns her tun, aber wie gesagt, die Frage ist ja, wie oft pflügen wir überhaupt? Alles dritte Mal. Genau. Nach der dritten Ernte. Oder nach Sonnenblumen, Kartoffeln, Wurzelfrucht und sonstigen Scheiß. Wo stehst du? Wer? Ja, wo ist der Leon mit dem Auftrag? Auf Feld 36.
Achso, da unten gucken. weil. Ich kann keine Karten lesen mehr. Wir können uns das Ding ja auch leihen. Den großen Tiefen lockerer. Aber das wäre ja dann immer ein Feld 6 und 3. Boah, Leo, da hast du jetzt was Ordentliches vorgenommen. 3.468 Miete, das ist doch, das geht doch. Komm, ich hau das mal raus, oder? Der Wolf, kann das der... soll ich das Ding mal holen? Dann mache ich da drüben das andere fertig. Ich lass mal das Teil hier. 34 oder was? Ja, dann hau ich das da drüben drüber. Ja, das wäre cool, dann können wir alles, ich glaube, Kalk braucht die 34 auch und dann haben wir es gemacht. 34? Nee, 34 nicht. Da ist ja eine Wiese drauf, da machen wir nichts. Aber die 5, oder? Oder braucht die nicht gepflügt werden? Die 6 braucht gar keinen Pflug. Und die 34 pflücken wir nicht, da ist doch Wiese drauf. Es sei denn, wir wollen da was. Das sehe ich so nicht, was da drauf ist. Ich sehe nur, es muss gepflügt werden. Das war Wiese. Vielleicht sind wir dann schon durch. Dann mache ich auf 6 Kalk drauf und gut ist es. Nee, warte mal. Ich will hier auf 43 fertig pflügen, dann kann man nämlich auf 6 und 43 gleichzeitig Kalk drauf machen. Da muss man dann nicht hier diese kleinen Aussparungen immer machen. Da kann man über den Meter Rasen ja einfach rüberfahren. Ja, das stimmt. Ich kann ja mal rechts anfangen. Leo, wie schaut's aus? Bist du noch nicht voll? Doch leer, weil ich doch gar kein Stadtwerk habe. Achso. Ja, gut, Ding braucht Weile. Uah! Leute, heute sind aber richtig viele Schlaglöcher unterwegs. Richtig? Richtig. Wo bist du unterwegs? Am Feld. Okay. Sag jetzt nicht, das war das Kartoffelfeld, da wundert mich nicht. Nö. Das Wiese, das ist das Komische. War ich mal hier wieder in unserem Schrebergarten? Wir haben einen Schrebergarten? Hm? Ja, schon länger. Echt? Hm? Mhm. Na bravo, wer war denn dort? Deswegen frage ich ja gerade, weil man wieder dort war. Das können wir bestimmt unser Abendessen oder Mittagsessen hier. Normal macht es der immer so fragt, oder? Peter wollte ihn haben, er muss sich drum kümmern. Genau. Okay, ich esse es dann auch. Na, wird geteilt. Ja, von wegen. Jetzt wieder so daherkommen. Aber sowas von. Ja, aber sowas von. So, einmal diesen hier. Diesen hier. Vorgewende? Nein. Linien? Ja. Das ist gut. Redst du gern mit dir selbst? Immer. Ist so. Ich bin so, gar nicht gut. Da hört ihm endlich mal jemand zu. So sieht's nämlich aus. An die Information dann auch wieder verarbeiten. Ist doch mir egal. Das muss ja jeder selber für sich entscheiden. Ja, was interessiert mich sein blödes Geschwätz? Ja. Ja, dann müssen wir auch bald Wasser wieder und Saatgut und alles hinbringen. Wisst was? Ich warte ja dafür, dass das Skiffy sich da ein bisschen um unseren Hof kümmert. Mache ich doch schon die ganze Zeit. Ja, deswegen, ich wollte es jetzt nur offiziell sagen, weil sonst tut es ja keiner. Was geht's? Ich kümmere mich ja auch um die Maschinen gerade. Ja, fleißig, Skiffy, fleißig. Der wird ja meinen, in Werkstatt schön hast du ein Leihgerät dabei. Ja, so, jetzt hat auch wieder Wind her. So Hartmut hat man wieder keine Geräte, die sauber sind. Ach du, alles sauberst. Ja, immer dasselbe. Sauberst du, Pipi-Fan. Immer dasselbe mit unserem Sauber. Werkstattmeister Skiffy, wo darf ich den Autoloader hinstellen? Zu muss er repariert lassen? Werden? Nö. Nö. Ich lass dann da stehen, du darfst nicht gern verräumen. Danke, ganz lieb von Ihnen. Mach ich gleich. Muss ich erst noch was abliefern. Der macht nichts. Gut, es hat Zeit. In der Ruhe liegt die Kraft. Das nur zu mir auch mal sagen wird, mein Bruder. Jetzt tu weiter und red nicht so blöd. Manchmal sich Arbeit. Du das redest hier, nicht. Ich arbeite. Ich bin gerade am Ankuppeln von den Anhänger. Ja, ja. Von dem Gehänge. Ja, ja. Dass ich dann gleich mal abtanken, also abbunkern fahren kann. Ja, ja. Schon klar. Ne, ja, alles klar, oder? Gehänge und so, ne? Nein, nicht Gehänge, Angehänge. Achso.
Der Unterschied. Ja. Wolf stumpert. Schneidwerk liegt, Schneidwerk steht hier, ne? Leon? Jo, alles klar. Oh, jetzt hat der Frost die Vorfahrt genommen, du Mustholz. Die Fahrer hier? Die ja. Sind, die sind echt übel drauf hier, das haben wir auch schon festgestellt. Die kennen da nichts. Die fahren nicht über den Haufen, da brauchst du keine zwei Brillen, echt. Ja, aber da, der fährt mich nicht über den Haufen, sondern fährt er gegen meinen Haufen und er ist Haufen. Und dann schauen wir mal. Was vielleicht keine doofe Idee wäre, doch einen Tiefenlockerer anzuschaffen, aber so einen ganz kleinen, so einen normalen, 3 oder 4 Meter, dann kann man mit dem nämlich schön immer, wenn man hier so, man kann ja oft nicht bis an den Rand flügen. Und dann kann man dort einfach mal so das Vorgewende so einmal 2, 3 Bahnen ums Feld zum Schluss fertig machen. Ja, wird auch gehen. Ich war dafür, dass wir im Beta einen 1 Meter tiefen Lockerer kaufen. Hast du was gesagt? Ja. Ein 1 Meter tiefen Lockerer. Dann nimm doch gleich einen Spaten. Der hat ja nur, weiß ich nicht, 30 Zentimeter oder so. Also, Skiffy, eins muss ich schon sagen. Was denn? Du hast es geschafft, dass du den Schneidwerkwagen so hinschlüsst, dass du den Stau verursachst. Ja, siehste. Das schaffe ich auch nur. So, immer mal schauen, wo geht's denn da? Boah, ja, ich muss jetzt übers Feld. Tut mir leid, Herr Bauer, Nachbar. Dachte aber, ich hätte ihn zugestellt, dass wir alle vorbeikommen. Nö. Hast du nicht, hast du nicht. Dumme Fahrzeugleute, ey. Warte mal, ich versuch's mal. Das geht nicht. So, ich lasse mal mein Gehänge hier stehen. Jetzt bin ich der Stauverursacher und dann habe ich die Ehre. Habt ihr eigentlich wieder mal was von unserem dritten Bruder im Bunde gehört? Move? Schau, jetzt waren wir dann auch schon wieder fast nicht eingefallen. Nö. Da ist irgendwo abhanden gekommen. Keine Ahnung. Ah, da hat der Elstermeister seine Zeiten gehabt, wo er nicht mehr aufgetaucht ist, ne? Mhm. Kennt's ja nicht anders von ihm. Der verlorene Bruder. Genau. Ja. Ist irgendwo ein Röckle und so ist er schon weg. Das ein bisschen schwingt. Wo ist eigentlich der kleine Fendt? Neben dem großen. Der kleine Fendt ist im Kindergarten und möchte von Skiffy abgeholt werden. Ich such den gerade wirklich. I have no clue. Vielleicht in der Halle? Hast du mal versucht, einen Köder auszulegen? Ja. Bis heute noch nicht angebissen. In der Halle steht er nicht. Da wo meiner vorher stand, da daneben? Nee, da steht nur das der Schwader. Dann wird das jetzt Zeit, dass wir einen Hofhund kriegen. Der kann dann die Fährte aufnehmen und die Traktoren suchen. Ja. Dürfen wir bitte einen Hofhund haben? Haben wir den nicht verkauft? Den Hofhund oder den Fendt? Den Fendt. Ja, irgendwas haben wir verkauft, ja. Weil der steht noch in unserer Garage. Nee, den Fendt haben wir verkauft. Den Fendt haben wir verkauft. Den Favoriten haben wir, glaube ich, tatsächlich verkauft. Den Favorit haben wir verkauft. Ich suche nicht den Favorit. Den 314er ist da nicht. Wolltet ihr damit den Leonard nicht irgendwo mit losschicken? Nee, genau, nee. Der ist dreschen. Und, Der steht beim Händler. Ich glaube, mit dem bin ich zum Händler gefahren, damit ich ihm meinen abholen kann. Ah, okay, dann hole ich ihn. Das war eben. Du Leo, wo bist könntest du? Könntest du vielleicht so einen 3-4 Meter Tiefenlockerer mitbringen, Skiffy? Ist der schon da? So. Kannst ja mal gucken. Am Ende des Feldes irgendwo. Wie voll bist? 80%. Was? Dann musst du was sagen. Sag einmal, lernt ihr das nicht in der Schule? Nö.
Wer hat mir mal Bottle geklaut aus meinem Trecker? Ich glaube, ich krieg einen Vogel. Jetzt weiß ich auch so langsam, wer hier Schmutz gemacht hat. Herr Hartmut! Was? Ja. Wer ist Hartmut? Hä? Ich kenne nur einen Helmut. Ja, den ich kenne beide. Das sind zwei so Bazis. Echt? Ja. Das müssen aber richtig coole Typen sein. Ja, gell? So Patten-Patterchen, ne? Da gab es auch schon so zwei. Kennst du nicht Kapp und Kappa? Ja, vor allem Kappa. Viele Kappas. Ja, alter Verwalter, das Feld ist aber gar nicht so klein, ha? Also, was für einen kleinen sucht ihr? Das will ich jetzt nicht sagen. Tiefenlocker meinte ich jetzt. Achso, den 2 Meter, oder? Nein, 3 Meter. Jetzt kümmere dich mal um deine Arbeit hier. Um deine Arbeit. Kümmere dich um meine Arbeit, ey. Mach mal Kuhn DC401 zum Beispiel, oder eine Agrism Compi Glow Gold 4M, 10,5. Ja Gott, Leo. Ich kann dir auch eine 3 Meter anbieten. Nein, schon. Oder 1,5. Also Kühne wollt ihr? Oder Agrisam? Das ist ja gut. Nimm mal den Agrisam, 4 Meter. Meine 4 Meter. Wo gern das eigentlich hingefahren? Der Käse dann? Kaufen oder mieten? Kaufen. Den kaufen, das lohnt sich Kuff, ja nicht. Die Kacke. Ja, aber im Coca-Cola, oder? Geht sich das aus? Ja. Ah, ja. Ist sich ausgegangen. Haben wir noch immer keinen Kredit gebraucht. Nee. Ja, wir haben noch immer das Waldstück, was wir veräußern können. Genau. Ich glaube, es gibt ja auch genug zu tun, da verdienen wir schon Kohle. Jetzt machen wir erstmal unsere Felder schick und dann gucken wir mal, wo wir den anderen Leuten ein bisschen Kohle abnehmen können. Genau. Das Kleingeld aus der Tasche ziehen, ha? Da finden wir dann schon was. Die Familientradition mal wieder so ein bisschen aufleben lassen. Genau. Leo, gib Bescheid, gell? Ja, da gebe ich dann Bescheid. Wollten wir nicht nur Kühe oder so auch kaufen? Vermehren die sich nicht von alleine? Das dauert halt ein Weilchen. Ich schau mal auf mein Tablet, was der Kuh-Implantat-Chip sagt. Haben wir eigentlich Weizen? Nee. Brauch mal. Weil die Hühner haben nichts mehr zu fressen. Ja, Sorghumhirse. Ja, das ist doch Auftrag. Da müssen wir warten, bis er fertig wird. Ja. Ja, komm, dann kannst du eine Schubkarre voll einschaufeln, das merkt keine Sau. Das glaube ich. So, nur gehst du halt im Shop so ein Packen holen. Genau. Also am Kuhstall, schauen wir mal, die haben Produktivität, die wir eigentlich. Wo willst du den Tieflockerer haben? Am Feld oder noch nicht am Feld? Oh, wenn du Bock hast, kannst du. Ich meine, oder könntest du vielleicht einfach mal um die 43 hier ein, zwei Bahnen außen rum machen? Oder bist du gerade beschäftigt? Die Frage ist, ob das der geschafft. Warte, ich glaube, der hat nur 120 PS. Ja, probier einfach mal. Jacken drüber, dreh hoch. Mach ich gleich auch. Hey, wir haben schon zwei junge Kühe. Ja, wenn er es nicht packt, muss er auch nicht sein. Dann stellst du ihn auf dem Hof am besten neben den Kalbstreuer hat Peter ja jetzt. Wir haben vier junge Kühe schon. Ja, weil ich es gerade. 3 Monate alt, 3 Monate alt. Na, dann haben wir doch schon Nachwuchs gekriegt. Ist denn die auf der Weide draußen oder drin? Nee. Auf der Kuhweide. Packt er nicht, ich habe 8 PS zu wenig. Das kriegt er ja, hast du schon ausprobiert, sicher. Jag ihn. Ich will jetzt nicht noch ein Schrotzding hier. Dann stell ihn mir halt irgendwo ab, dann hole ich mir den. Außerdem will ich hier gerade den Hof fertig machen. Achso. Aber deswegen schrottest du noch nicht gleich, nur weil er mal ein bisschen mehr zieht. Da bloß dann cut gleich ordentlich aus. Eben. So gleich, was auf ihn zukommt künftig. Genau. Dass er sich mal ein bisschen mehr zur Brust nehmen sollte. So sieht's aus. Was mehr zur Brust? Das nächste Mal ein bisschen. Hier, der Trecker. Trecker, dass das nächste Mal eine Tüte bessere Diesel nehmen und dann ist gut.
Oh, Leo! Gerade sage ich euch schon in den Rückspiegel. Nee, bei der 43 wolltest du, ne? Ja. Ah, jetzt haben wir dann das Feld einmal rundrum. Oder auch nicht? Ja, gab noch lange nicht. So, das erste Feld haben wir. Aber es dauert noch ein paar Stündchen, glaube ich. Mhm. Können wir nach dem Kalkli ansehen, oder? Schon, oder? Was machen wir denn drauf? Sollten wir denn jetzt überhaupt schon ansehen? Was wollen wir denn pflanzen? Ja, wo haben wir denn gesagt? Hafer, Weizen? Raps. Raps, genau. Irgendwas war ja. Und wir wollten auch die Pferde besorgen. Ja, da haben wir jetzt keine Kohle. Ja, die können wir, krieg ich schnell zusammen. Ja, ja, dann machen wir. Was das Ding hingestellt? Die Pferde. Nein, denn Gruber da, denn ach, was weißt du nicht, wie das Ding heißt. Ich zieh grad durch. Wozu brauchst du denn Kohle für Pferde? Das sollen keine Dampffresser werden. Du ziehst grad durch. Das heißt, du kommst grad her, oder was? Nee, ich zieh grad am Feld, die Bahn. Der macht einmal außenrum um die 43. Ach so, was sonst hätte ich das gemacht? Der wollte sich doch um das Ding kümmern. Mach ich doch. Den Hof. Peter Galken. Galken. Hab ich doch. Er hat gegalkt. Ist doch schon fertig. Wiesen müssen noch gedüngt werden. Genau. Wer auf dem Skiffy? Haben wir einen Dünger extra? Glaub ich, ja, der steht hier am Feld 1 am Silo mit 2000 Liter. Lohndienstleistung. Ja, ich bin hinter dir. Wir haben schon 10% geschafft vom Feld. Ja, ich sage, alter Verwalter. Da haben wir sich ein großes Feld ausgesucht. Das hätte man vielleicht vorher schauen sollen und nicht einfach nur aufs Geld. Ja, gibt's höchstens Geld. Ja, nicht wirklich. Ne? Das war das meiste Geld, was gegeben hat. Holla, die Waldfee. Falsche Taste gedrückt. Scheiße. Hast du den Schleudersitz betätigt? Nee, der Balken kam dann bedenklich näher gerade. Er hat nach rechts gelenkt, wo ich nicht hin wollte. Und hat es Bums gemacht. Aber zum Glück habe ich eine Gabel vorne dran. Also, das hat es ein bisschen abgefedert. Hast du die Gabel kaputt gemacht? Sind jetzt die Zinken verbogen? Nein, jetzt sind sie so, wie sie sein sollten. Also von schräg nach schief. Genau. So. Das moderne Gerade. Ja, genau. Feld 1, wo ist denn Feld 1? Und neben Feld 2. Ja. Oh, super. Das würde ich mir nochmal genau angucken, ob das wirklich so ist. Ah, dass 1 neben 2 liegt. Was denn? Der sieht hier ein bisschen anders aus. Alter, ich komme sonst in die Frucht. Leicht auch existieren. Jetzt rum sich da schon in den Baum. Jetzt, ja, passt schon. Geht schon. Passt, weil er hat Luft. Ja, sitzt, passt und hat Luft, richtig. Jetzt gucke ich schon mal zum Schrebergarten. Oder das Giffy, glaube ich, schon erledigt. Nee, habe ich noch nicht. Bevor ich das Düngeteil nicht finde. Ja, weißt du nicht, wo Feld 1 ist beim Silo? Ja, da bin ich ja. Ach, da hinten steht es versteckt. Ja, noch besser hätte man es nicht verstecken können. Ich hätte noch eine Holzhütte drumherum gebaut. Ja, mach ich beim nächsten Mal, denke okay. ich. Okay. Ich sage ja, wir brauchen einen Spürhund. Definitiv, also. Meine Güte. Ich habe leider nur 2 Deichselhänger da kann. Da komme ich nicht wirklich zurück. Ja, okay. Also ich will nicht leider in die Frucht fahren. Deswegen haben wir hier so ein komisches Auto rumstehen, das können wir eigentlich auch verkaufen. Was ist das Auto? Wir haben kein Auto rumstehen. Ich habe ein Auto rumstehen. Ja, dann viel Spaß beim Verkaufen. Okay. Das mache ich jetzt nicht. Wir haben ein Auto, ehrlich jetzt. Ja doch, da habe ich doch schon ein paar Mal drin geschlafen. Das war meine Schlafstätte, meine beste Schlafstätte, die ich bis jetzt gefunden habe, aber... Ja, scheiße, bis eben hatte ich gedacht, da kriegen wir nicht so ein bisschen Kohle ran, aber wenn wir die Karre jetzt noch kaufen... Ja, du bist veredelt von mir, das ist perfekt. Da kriege ich noch einen Aufpreis dafür, was? Ich sag dir, dass das Auto nur rein einen dekorativen Zweck hast, dass du das nimmer bewegen kannst. Aber bitte, 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 wenn du das Auto verkaufst, ich leg den Verkaufswert nur mal drauf. Wer sagt denn sowas? Ich fahr doch schon damit. Was? Einmal mit Profis reden hier. Bitte, wo?
Was, wo, wie, was? Ja, du redest in Rätseln. Na, du. Ich nicht, also ich fahre mit dem Auto, den ich... Auto. Ja, wir haben ein Auto, das ich jetzt ins Verkauf bringe. Du meinst das, was vor der Garage steht? Ja, das stand vor der Garage. Jetzt ist nicht mehr vor der Garage. Das war doch das Grüne. Ja. Das steht jetzt... Das steht da immer noch. Nein, das steht da jetzt nicht mehr. Jetzt steht es beim Händler. Ich glaube, wir reden von zwei unterschiedlichen Autos. Und jetzt ist es weg. Okay, tschüss. Oh, wow. Mein Fahrzeug weniger zu kontrollieren. Ich hab das Fahrzeug gemeint, wenn du bei Feld 1 vorbeifährst, kommt unser Bauernhaus und da vor der Garage steht ein grünes Auto, oder? Ja. Ja. Und jetzt guckst du mal, ob das noch da steht. Aber ich verabschiede mich mal in der Zeit mal schön von meinen Zuschauern, während du guckst. So, meine Lieben. Das soll es mal gewesen sein. Auf das Huch nach dem grünen Fahrzeug. Hartmut ist halt mal wieder ein bisschen neben der Kap. Ja, nichtsdestotrotz, vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Ja, heute haben wir wieder ein bisschen was gemacht. Und ja, wir mit schönen Aussichten beende ich für heute die Folge. Schön, dass ihr dabei wart. Und ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder reinschaut, wenn wir hier wieder auf der Rade unser Unwesen treiben. Die Familie Raffzahn. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Bis dann. Ciao. Ciao.